Was geht ab, meine Z-Fighter? Osaru hier. Und heute sind wir im japanischen Dokkan Battle unterwegs. Wir werden das neueste Dokkan Event vom neuen LR Super Gogeta machen. Bevor wir das tun, eine kurze Information. Heute hat das japanische Dokkan Battle, beziehungsweise wurde, erster Platz in gewissen Stores im japanischen App Store, Google Play Store. Heißt, dafür haben wir Stones bekommen. 50 Drank Stones an sich und 33 Tickets und mehr. Heißt, wenn ihr euch im japanischen Dokkan Battle einloggt, die nächsten Tage, würde ich euch empfehlen, könnt ihr da direkt eure Stones holen und summon, und ich hoffe, ihr zieht da auf jeden Fall was Schönes. Falls ihr euch fragt, was bei mir kam, ich habe einen Multisum geschafft, quasi beim Gogeta-Banner. Ich habe das auf Twitter hochgeladen, könnt ihr euch gerne dort anschauen. Aber gucken wir uns erstmal die Information zu der Stage selbst an. Wir kämpfen gegen Super Gogeta. Es hat zwei Schwierigkeitsstufen, einmal Z-Hard, Super 2. Auf Z-Hard droppen die Medaillen zwischen 3 und 6 Mal, sollte es sein. Und auf Super 2 7 Mal, die neuen Medaillen vom Gogeta, die sehen wir hier. Gogeta an sich hat quasi so die Standard-Passive-Skill jedes neuen Dokkan-Events, und zwar hat er einen Damage-Reduction-Skill, heißt, wir machen wenig Schaden gegen ihn, zudem hat er erhöhte Stats, macht erhöhten Schaden quasi. Wir können das Ganze annullieren, sage ich euch gleich wie. Zuvor, in den letzten beiden Runden, oder in der letzten Runde, das werden wir gleich sehen, können wir ihn weder sealen, weder stunnen, noch seinen Angriff und seine Verteidigung senken, heißt, darauf müssen wir sehr aufpassen. Aber gegen Gogeta selbst macht jeder Janemba sehr effektiven Schaden, beziehungsweise annulliert die Pässe von ihm. Heißt, wenn ihr beispielsweise, könnt ihr euch empfehlen, ein Extreme Strength Team mit Janemba, wenn ihr das habt, oder ein Villains Team, wo ihr Janemba habt, nimmt Janemba auf jeden Fall mit, er macht erhöhten Schaden gegen ihn, denn wir kämpfen in Runde 1, beziehungsweise nicht, ja, Runde 1 bis 4 in dem ganzen Dokkan-Event nur gegen Physisch-Type. Vom Baseform bis zum Super Saiyan bis zur Fusion funktioniert das Event, das werden wir gleich sehen quasi. Heißt, es wäre regelrecht wirklich vom Vorteil, wenn ihr mit einem Strength Team reingeht oder eben. Also Super Strength, Extreme Strength oder Janemba nutzt, sei es im Sanity, in einem Willen-Team oder halt natürlich in irgendeinem Kategorie-Team. Wir wissen ja, wie das Ganze mit den Kategorien abläuft, aber so viel an der Stelle. Gut, man braucht 35 von den neuen Super Gogeta-Medaillen, um sie von der SR-Stufe bzw. UR auf Transcendent Ultra zu bringen, und sie dann hoch zum LR-Status zu bringen, braucht ihr jeweils 35 weitere Medaillen von den neuen Super Gogeta-Medaillen und weitere 35 Medaillen von den alten Gogeta-Medaillen, um sie auf den LR-Status zu bringen. Und an der Stelle ist halt wirklich immens, dass sowas in den Informationen ist. Eine LR-Karte, schaut euch mal den Rahmen an sich. Es sind jetzt Dokkan-exklusive LR mit ihren eigenen Dokkan-Events, das ist insane. Deswegen freue ich mich so sehr auf das Dokkan-Event auf jeden Fall. Und genau, hier erklären sie das mit der Fusion quasi, wie das zustande kommt. Diejenigen, die es nicht wissen, ab der sechsten Runde in jedem Kampf, wenn eure HP einmalig unter 50% fällt, fusionieren sie sich. Sei es Gogeta, sei es Super Vegito. Anyways, dann würde ich sagen, ich hole mir auf jeden Fall mein Team und wir sehen uns gleich auf der Stage. Alles klar, das Team von mir sieht so aus, wie ich nehme mein Villains-Team, aber wie gesagt, ihr könnt auch ein Strength-Team nehmen, Super Strength, Extreme Strength mit Janemba, jeden Janemba, der macht viel Schaden, wäre auf jeden Fall, würde ich das so raten, wenn ihr das habt. Ich habe leider keinen Janemba, deswegen machen wir das Ganze so. Wir haben Double Heal, Ghost Usher zur allerhöchsten Sicherheit und unseren Boy C8, Android 8 war der, glaube ich, der uns um 70% healt und unsere Verteidigung erhöht, um 50% war das quasi. Und wir müssen halt echt aufpassen, denn wir dürfen es nicht unterschätzen. Wir kämpfen hier gegen alle Dokkan-Events. Sie werden auf jeden Fall sehr viel Schaden machen, wie auch in jedem anderen Dokkan-Event. Aber wir werden auf jeden Fall, denke ich, damit zurechtkommen. So, mit diesem Team-Setup. Wir haben nicht immer den Typenvorteil, deswegen werde ich immer darauf achten, dass in jeder Runde auf jeden Fall ein Rosé drin ist. Rosé gibt den Willens zusätzlich von seiner passiven Verteidigungsboost, aber auch er an sich ist Strength-Type, heißt, wir haben Typenvorteil. Und deswegen gucken wir mal, wie das Ganze hier abläuft. Let's go. Rein mit uns in die Stage. Ja, in der ersten Runde kämpfen wir gegen Base Form Angel Goku, Angel Vegeta. Wie gesagt, die ganze Stage sind in physisch Type, heißt, wir haben einen Typenvorteil. Und nun schauen wir jetzt erstmal. Boom. Wir lassen auf jeden Fall. Ja, die beiden machen wir mal in der Rotation rein. Und die Androids dann. Genau, das passt so. Okay. Ja, 74 Damage ist halt gar nichts. Aber wie wird unser Schaden sein? Die ersten zwei Runden, paar Runden werden quasi machbar sein. Ab dem Zeitpunkt, nachdem sie LR sind im Dokkan-Event, wird es dann schwieriger auf jeden Fall. Und natürlich dann fusioniert in der letzten Runde. Genau. An der Stelle, Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, wenn ihr bis jetzt schon darauf gespannt seid, was hier noch abgeht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen, mich unterstützen. Und auch ein Abo, falls ihr neu da seid und noch nicht abonniert habt. Anyways, so, das habe ich gemeint, perfekt. Hier ist noch ein Rosé drin, heißt, wir haben Typenvorteil.
die alle anderen kriegen Boost. Diesen Baby-Vegeta muss ich immer zur Seite hauen, weg mit ihm. Den will ich gar nicht sehen, weil der Typ einen Nachteil hat. Deswegen tue ich ihn immer aus der Rotation raushauen. Und wir sehen schon, wenn alles stimmt, wenn wir auf sowas achten, dann bekommen wir auch wirklich wenig Schaden. Machen aber auch gut Schaden. Also wir dürfen nicht vergessen, sie haben ihre Damage Reduction aktiviert. Heißt, eigentlich sollten wir mehr Schaden machen. Aber es ist trotzdem gut, wie es hier läuft. Zack. Okay, nice. Und ganz klar, MVP in dem Team ist dann quasi Rosé. Wegen dem Typenvorteil, weil er einfach so ein kompletter Charakter ist. Und ja, alle anderen Charaktere werden durch ihn immens geboostet. Geboostet durch ihre. Also, er gibt ja, wenn er ultet, Angriffboost für Villains und so durch seine Pass schon einen Verteidigungsboost. Also, wirklich eine der sehr guten Karten, eine der besten Karten im Spiel. Er und Tech Vegito Blue auf der anderen Seite, sein Gegenspieler quasi für die Heroes. Anyways, an der Stelle möchte ich mal sagen, die Theo-R, das Artwork von den Theo-Versionen von den Charakteren, ich feiere das immens. Das sieht so cool aus. Die LR ist ein bisschen. Ich weiß warum, aber ich habe irgendwie bei den Karten ein Fable mehr für die Theo-R-Version, sei es für Gogeta oder LR Super Vegito. Ich finde die Theo-R, das Artwork von der Theo-R-Version irgendwie spricht mich mehr an. Aber gut, sei es drum, das ist nicht das Thema hier. Wir sind jetzt schon in der LR-Stufe und hier können wir noch ziehen. Und Sun heißt, in der allerletzten Runde können wir das nicht mehr. Wir können ihn in der allerletzten Runde, da fusionieren sie sich, können wir sie weder stunnen, noch zielen, noch ihr Angriff, noch ihre Verteidigung senken. Heißt, unsere ganzen Debuffs sollten eigentlich nicht funktionieren. Da bin ich gespannt, wie das Ganze danach aussieht. Denn wenn wir jetzt sehen, jetzt sind ihre Angriffe gesenkt, ihre Verteidigung ist gesenkt. Und das nimmt man auf jeden Fall mit, das ist immer sehr wichtig. Genau. Perfekt. Ich schaue mal ein bisschen nach links nach meinem Monitor, weil ich habe ein bisschen die Air-Server-Einstellungen geändert. Die Leute, die in den Streams dabei sind, wissen, Air-Server laggt manchmal ein bisschen. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Ich habe nur gerade nach links geschaut, was ein bisschen geleckt hat. Aber entschuldigt das, Leute. Ich versuche halt quasi, ja, die richtigen Einstellungen zu finden, damit das Ding auch wirklich gut funktioniert in den Aufnahmen. Gut. Ich denke, nach der Runde sollten wir sie besiegt haben, auf jeden Fall. Und ja, ihr seht es, also Typenvorteil for the win. Ist natürlich nicht nur der Typenvorteil, sondern Rosé an sich, dass er da so komplett ist. Ja, und an der Stelle schaue ich wahrscheinlich von eurer Sicht aus zur rechten Seite. Also seid nicht irritiert. Nice, jetzt kommen wir zur Fusion. Ja, jetzt, na, wie geht das? Jetzt müssen wir was machen. Tanzfusion. Oh, also, der sieht so böse und mächtig aus. Die haben Super Gogeta richtig gut getroffen. So wie er ist und war. Und jetzt können wir ihn, ihr seht es oben, weder zielen noch stunnen noch Angriff noch Verteidigung senken. Heißt, unsere Debuffs gelten hier nicht. Heißt, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir haben zwar erhöhten Angriff. Jetzt muss ich mal gucken, ob Zamasu oder Goku Black hat mehr Angriff. Okay, Verteidigung. Dann lassen wir Goku Black auf jeden Fall hier. Goku Black braucht auch seine Orbs. Okay, wobei, ja, es macht keinen Unterschied, weil jeder zweimal angegriffen wird. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ich hoffe. Oh. Warum? Oh, weil ich habe zwar nicht Full Life, aber eine Ulti auf die falsche Person wäre böse auf jeden Fall. Und ihr seht, wir machen nicht mehr unsere Million Schaden, weil sein Angriff und seine Verteidigung nicht gesenkt ist. Also jetzt sieht schon ein bisschen anders aus auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir gucken, wer hier Schaden macht, ne? Boah. 30.000 mit dem Auto-Attack. Wenn dann eine Ulti fliegt, ist, oh mein Gott, kann vielleicht sein, dass wir hier verlieren, wenn eine Ulti und Auto-Attack folgt. Okay, wir hatten Glück. Okay, gut. Wer hat hier mal mehr Death? Die Androids. Die Androids kommen ganz nach links. Majin kommt hier hin. Majin soll einfach nur ulten. Rosé bekommt sehr viel Angriff ab. Typenvorteil passt. Heißt, ich würde mich an der Stelle nur healen und weder Ghost Usher noch Android 8 benutzen. Dann macht man das Ganze mal so. Let's go. Let's go. Ja, ihr seht es, wir kommen nicht mehr an die Millionen. Also es ist cool auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall cool, dass dann so quasi ein bisschen schwieriger wird. Weil an der Stelle irgendwann. Oh, Ulti. An der Stelle irgendwann muss es. The Game hat schon so ein Maß angenommen. Das sind. Schau mal, was für Boosters sind. Die geben 170% auf Angriff und auf die HP. Also die neuen LR-Leader, die Dokkan-Lex sind LR-Leader, Gogeta und Super Vegito. Heißt, das Game muss irgendwie fordernd sein. Also ich finde das Dokkan-Event an sich. Ist wirklich sehr cool, ist machbar, aber dadurch, dass halt 4 Runden geht, wir die ganze Zeit gegen Sam kämpfen, die ganze Zeit
gegen denselben Typus ist es an der Stelle wirklich machbar, aber dann immer noch ein bisschen fordernd. Also so leicht ist es jetzt auch nicht. Aber machbar. Also machbar im Sinne von... Ich will nicht sagen, dass es easy ist, aber es ist halt... Ich würde es nicht schlecht reden, sage ich mal. Es ist machbar. Einigen wir uns darauf, dass es machbar ist. So. Oder an der Stelle, GG. Hätten wir das Ganze geschafft. Nice. Da sind unsere 7 Medaillen. Schauen wir uns gleich an. Aber wie gesagt, ihr seht es, Leute. Wenn mit dem richtigen Team klappt es auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr habt es gesehen. Wir kämpfen nur gegen Physisch-Type. Also wenn Strength-Team wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr Extreme Strength Janemba habt, rein mit ihm. Rein mit der Janemba, denn er hat einen Typenvorteil, macht dann vermehrt Schaden. Er annulliert seine Passive umso besser, umso geiler. Aber so geht es natürlich auch mit einem Villains-Team, Heroes-Team geht bestimmt auch. Jedes Kategorie-Team würde an der Stelle auch funktionieren. Achtet halt darauf, dass ihr dann quasi in eurem Team mehrere Charaktere vom Typus Strength habt, damit ihr dann Typenvorteil habt. Also Leute, ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.